Josef Lutz. Herr Dr. Söder, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Deutschland steuert auf eine echte und nachhaltige Notlage zu. Unserem Land geht Stück für Stück die Energie aus. Es droht ein eiskalter Winter, wirtschaftlicher Stillstand, Preise, die explodieren und insbesondere für viele Normalverdiener eine Abstiegsspirale bedeuten könnten. Es ist die zentrale Aufgabe der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass es warme Wohnungen, bezahlbares Essen und gesicherte Arbeitsplätze gibt, zumindest was die Energie betrifft. Dies ist die Kernaufgabe einer Regierung. Andere Themen sind spannend, dies ist der Kern. Problem ist, die Strategie gegenüber Russland ist offensichtlich falsch eingeschätzt worden, zu kurzfristig geplant. Und jetzt besteht die große Gefahr, dass wir Stück für Stück abgeschaltet werden. Lange wurde die Lage schön geredet, auch etwas vernebelt. Jetzt langsam kommt Licht hinein. Der Chef der Bundesnetzagentur hat es ja vor wenigen Tagen gesagt. In 3 Monaten können die Deutschen ihre Gaspreise nicht mehr zahlen. Er weist auf die Preisexplosion. Wer das Szenario der Bundesnetzagentur sieht, weiß, dass erheblichste Lücken selbst in optimistischen Fällen stattfindet. Im Grunde genommen droht eine Energie- oder eine Gastriage für unser Land. Es ist jetzt die falsche Frage, nur zu stellen, was man abstellt, sondern die erste Frage muss gestellt werden, wann und wo kommt Ersatz? Wann und wo kommt Ersatz? Seit Wochen werden Möglichkeiten angedeutet, aber keine Lösungen gezeigt. Andere Länder sind schneller. Italien hat beispielsweise mit Katar, so haben wir das heute gehört, die Verträge schon abgeschlossen. Warum Deutschland nicht? Statt whatever it takes, was wir mal bei der Eurokrise auf die Energie anzuwenden, also alles nutzen, was möglich ist, verkämpft sich die Ampel in kleinen und zum Teil ideologischen Grabenstrukturen. Wir sind der Meinung, nichts abschalten, was Energie bringt, erleichtern, was Energie ermöglicht und Bürokratie weitgehend nach außen drängen. Es ist einfach falsch, nur zu sagen, kalt duschen oder bestimmte Grade in der Wohnung zu definieren, ja sogar heute Notstromaggregate zu fordern, wenn man gleichzeitig die Stromversorgung abstellt. Wir halten es, und dabei bleibt es, für einen fundamentalen Fehler, die Kernenergie einfach abzustellen. Nicht nur, weil es eine zusätzliche Stromlücke für 10 Millionen Haushalte gibt, nicht nur, weil der Rest der Welt in Europa und darüber hinaus auf Kernenergie weiter setzt, sondern auch, weil aus dem Gas Verstromung erfolgt und allein der Teil könnte gut ersetzt werden. Wir haben es mehrfach erbeten. Die Bevölkerung übrigens steht da mehrheitlich dahinter. Dies jetzt abzulehnen, ist nichts anderes als ideologische Sturheit. Wird am Ende kein Ergebnis bringen. Die Verantwortung dafür wird enorm sein. Widerspruch 1 also, warum ein Atom abschalten? Widerspruch 2, warum einzelne erneuerbare Energien, die schon da sind, abschalten und schwächen, zum Beispiel Wasser? Wir waren uns übrigens, muss ich sagen, in einem sehr, sehr ernsten und sehr konstruktiven Gespräch mit der Industrie- und Handelskammer da einig darüber. Warum stellt man Wasser ab? Warum wird es verschlechtert? Allein mit dem Repowering der Wasseranlagen könnte man enorme Möglichkeiten setzen. Unsere Nachbarn Österreicher, Schweizer wundern sich nur, warum Deutschland eine sichere Energiequelle, die funktioniert hat, einfach liegen lässt. Viele stellen auch die Frage, warum wir Energiereserven, die Erdgas in Deutschland sind, zumindest nicht mal prüft, anstatt zu hoffen, dass ein 5-fach teures Flüssiggas aus den USA die Lösung bringt, für das es noch kein Terminal gibt. Und letzter Punkt, wo so vieles gemacht werden kann, wäre, dass man durch einfache, die IHK hat uns das wirklich sehr praktisch aufgezeigt, durch einfache Verfahren der Bürokratie, der Entbürokratisierung, die Umstellungsprozesse, zum Beispiel von Gas auf Öl, schnell voranbringen könnte. Nach wie vor blockieren wir uns emissionsschutzrechtlich selbst. Nach wie vor sind die gesamten Möglichkeiten, die wir nutzen können, einfach schnell umzustellen und da jetzt mal einen Vorrang zu geben, werden nicht genutzt. Genauso wenig wie etliche Wärmepumpen, die eigentlich schon gebaut sind, nicht zur Genehmigung kommen. All dies ist Blockade aus den Gründen, die ich nicht sagen kann, was den Bürgern wehtut. Bei einem einzelnen amerikanischen Investor wie Tesla wird alles möglich gemacht. Bei Tausenden von Haushalten in Deutschland, bei vielen hunderten mittelständischen Betrieben ist das Gegenteil der Fall.